Heute findet hier die zweite Ausgabe Bolzen mit Hansa statt. Nachdem wir das letzte Mal in Lüttenklein waren, also westlich der Warnow, haben wir uns heute hier versammelt in Dirkow. Und ja, wir bearbeiten hier auch wieder heute das Projekt der Segregation zusammen mit der IK, unserem Partner. Und ja, wir wollen einfach der räumlichen und sozialen Trennung in unserer schönen Hansestadt entgegenwirken. Wollen hier die Kinder von 8 bis 14 Jahre zusammenbringen, dass sie einfach zusammen bolzen, eine geile Zeit haben, Fairplay leben. Ich finde diese Aktion sehr gut, dass sie auch immer dieses Gespür haben, an einem Turnier teilzunehmen. Und auch Kontakte mit anderen Kindern oder sozialschwachen Kindern auch, wie gesagt, zusammen spielen können. Wir bedanken uns auch ganz recht herzlich bei Edeka Schlickeisen, die uns hier mit über 30 Paketen Obst beliefert haben. Also gesunde Ernährung ist auch ganz wichtig. Wir haben heute leider den zweiten gemacht. Beim letzten Mal war es, glaube ich, auch der zweite. Und ich denke mal, wir kommen so oft, bis wir den ersten gemacht haben. Wir haben hier Fußballvereine, wie zum Beispiel den ESV Lok Rostock, die sich hier als Truppe angemeldet haben. Oder auch Kindergartengruppen von Dexter Lang beispielsweise. Aber wie gesagt, wenn ihr 8 bis 14 Jahre alt seid und kein Team habt, könnt ihr euch auch alleine anmelden. Also immer ran.